Und herzlich willkommen hier zu FIFA 16 Ultimate Team und mit einem Squad Builder und mit einem richtig krassen Team, also Hammer. Und zwar brauchen wir hier die vier, wo ist denn die Aufstellung, und zwar die 4-3-1-2 Aufstellung. Und ja, fangen wir mal am besten mit dem Torhüter an. Das ist ein absolutes Biest und das ist Kevin Trapp. Also ganz ehrlich, ich kann diesen Torhüter nur empfehlen. Er ist eine absolute Granate, also der hält wirklich so viel, das ist ein Wahnsinn. Dann die beiden Innenverteidiger sind einmal Perrin. Und Perrin, muss ich sagen, ist wirklich ein super Spieler, günstig und echt stark. Der zweite ist Yanya Mbiwa. Der hat mich auch absolut überzeugt, also Topmann. Auf der Linksverteidigerposition haben wir hier Trimolinas. Und der Junge geht auch so richtig ab. Ich habe mit denen so ein richtig krasses Tor geschossen. Ich meine, sieht man sich mal die Werte an, einfach nur krass. Und unser Rechtsverteidiger ist wohl einer der besten Rechtsverteidiger momentan, also in der aktuellen Verfassung. Und das ist Hector Bellerin, second in form. Also dieser Mann ist einfach nur absolut overpowered in diesem Spiel. 96 Tempo und 80 Defensive. Wow. Also allein schon diese Verteidigung sieht hammer aus. Ich meine, kann ja auch David Luiz und Thiago Silva reinstellen, aber das ist ja auch ein bisschen budgetmäßig, denn wenn man den normalen Bellerin kauft, ist es auch schon deutlich günstiger. So, hier in der ZM-Position haben wir einen aus der Barclays Premier League. Und zwar haben wir hier Mbiwa. Und der geht auch so richtig ab. Der hat so richtig gute Allround-Werte. Also das glaubt man gar nicht, dass der so abgeht. Hier haben wir den guten alten Matuidi. Der ist auch einfach nur super stark. Und hier haben wir nicht Schweinsteiger, sondern nicht Schweinsteiger, wie gesagt, sondern Santi Cazorla. Der bekommt bestimmt einen Vertrag von mir. Santi Cazorla. Da kommen auch alle auf 10 Chibi, keine Sorge. Und wenn man sich hier mal das Mittelfeld ansieht, das ist wirklich sehr stark. Das ist also sehr defensiv bis auf Santi Cazorla. Und der hat auch die richtigen Arbeitsraten, ihr seht. Mittel. Und der hat hoch. Das ist nicht so toll, aber es geht gerade noch so. Also und wie auch hier Mittel, das passt auch. So, wen haben wir hier? Und hier im ZOM-Bereich haben wir einfach ein absolutes Monster. Der spielt die Saison seines Lebens. Und zwar, ich glaube, Third in Form Ben Afar. Also 82 Tempo, 86 Schuss, 84 Passen, 80 Physis und noch 90 Trippeln dazu. 3 Sterne schwacher Fuß und ein 5 Stars Killer. Einfach nur Wahnsinn, der Junge. Also, wow. Nein, du gehörst hier hin. So, und wen haben wir, die Sturmspitze? Und zwar ist das einmal der Cheap Messi, Martin Braithwaite. Ich habe hier beide. Einmal den AG upgraded und einmal den normalen. Hier sieht man 12 Spiele, 7 Tore. 14 Spiele, 5 Tore. Ja. Und der geht auch richtig ab. Und als zweiten Stürmer haben wir einfach mal Second in Form Ben Yedder. Und der ist auch einfach nur ein Wow. 5 Sterne Wickford, 4 Star Skills, 84 Tempo, 85 Schuss, 82 Passen, 86 Dribble und 70 Physis. Hammer. Wirklich top, der Junge. So. Und wenn man hier noch einen spanischen Manager reinstellt, das ist egal wen, kommt man hier auch alle auf mindestens 9 Chemie. Ah, 6 Chemie? Hab ich da was übersehen? So, passt doch schon besser. Ja, könnte man noch ein bisschen tricksen, wenn man hier Mandan da reinstellen würde. Dann kämen wirklich alle auf volle Chemie. Das mache ich jetzt auch mal ganz schnell. Ist mir gar nicht aufgefallen.
So, und jetzt kommen wirklich alle auf 10 Chemie, wie man sieht, egal wo man die hinstellt. Also, ganz egal. Der kommt auch nur auf 8 Chemie, weil er halt falsche Position hat. So. Also das Team ist einfach nur absolute krass, also krasse Scheiße, also das Team geht wirklich gab und ich werde euch das Team auch zeigen in einem Gameplay-Video, aber das wird es dann gesondert geben. Also einfach mal Perrin, der einfach mal 85 Defensive, 80 Physis und 72 Pace hat, also Wahnsinn. Ja, ich habe mit Bellerin zwar kein Tor geschossen, aber der ist auch so richtig vor Hammer, ganz ehrlich, das ist Wahnsinn, dieses Team. Ich spiele das so gerne und ich kann es euch nur empfehlen nachzubauen, weil hier kann man den normalen Bannerfahrer einstellen, den normalen Bannerjäger oder halt Buffal zum Beispiel und hier einfach einen normalen Bellerin und dann ist das Team echt cheap. Das kann sich dann jeder leisten und ich sage jetzt mal danke fürs Zusehen. Könnt euch das gerne nachbauen und mir sagen, wie ihr bewerten würdet. Und sag danke fürs Zusehen und ciao.